guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Katharina Peranic, ich bin von der Stiftung Bürgermut und wir organisieren die Open Transfer Camps seit 2 Jahren. Das ist inzwischen das 8. in Dortmund zum ersten Mal, auch zum ersten Mal mit dem Themenschwerpunkt Inklusion, dass wir gemeinsam mit der Aktion Mensch machen. Das hier wird heute unser Tagungsplan, der sich ja gleich füllen wird mit euren wunderbaren Sessions. Weil wir gespannt sind zu gucken, wie Teilhabe funktionieren kann. Weil ich mich vernetzen will mit anderen Menschen, die geile Projekte gestartet haben. Weil ich die ganze Bandbreite dieses Themas mal kennenlernen wollte. Weil ich etwas bewegen möchte, weil ich Inklusion vorantreiben möchte, weil ich Inklusion leben möchte. Umweltfaktoren, also Körperfunktionen und Körperstrukturen, Aktivitäten und Teilhabe. Da ist auch schon viel gelernt. Genau. Du kannst es weitergeben. Also in Oberhausen, da geht sowas eigentlich ganz gut und ich glaube, die Leute machen damit ganz gute Erfahrungen. Konvention von Menschen mit Behinderung. Hey, das ist gut, kommune Inklusion. Das ist für mich und für viele Menschen auch Inklusion etwas anderes als für andere viele Menschen. Genau, meine Erfahrung war bis jetzt nur, dass die Leute das an sich gut finden. In den Medien. Komplett beim Thema Kommunikation. Also wir sprechen von Inklusion, aber wirklich inklusive Kommunikation findet nicht statt. Dass Inklusion angeblich so teuer sein soll. Beim gegenseitigen Verständnis füreinander, weil Inklusion eben noch nicht selbstverständlich ist. Also ich hatte, als ich gekommen bin, noch so ein bisschen dieses Vorurteil, dass ich dachte, ah, da sind lauter Leute, die reden über Inklusion, über Menschen mit Behinderung. Und ich bin total begeistert, wie deutlich hier nochmal wurde, dass das einfach besondere Stärken sind. Ich fand es sehr, sehr spannend, mich mit unterschiedlichen Leuten aus ganz unterschiedlichen Institutionen auch auszutauschen und da Kontakte auch zu knüpfen. Wir sehen uns ja zum Beispiel dann auch nochmal wieder. Und ja. Genau. Ja, vielen Dank dafür. Jemand braucht hier.